Jetzt die nächste Frage noch einmal genau an Sie. Wenn ich Ihnen diese Frucht in die Tasche stecke, ja, wo befindet sich denn die Frucht? Befindet sie sich in der Tasche oder auf dem Boden des Bechers? Was meinen Sie? Also sie sitzt in der Tasche, nicht auf dem Boden des Bechers oder links in der Tasche. Ne? Ja. Haben Sie bestimmt nicht genau aufgepasst, ne? Denn die Frucht ist mit einer anderen Becher angekommen. Ne? Vielleicht war das ja... Ja, vielleicht war das ein wenig zu schnell für Sie. Also, ich zeige... Ja, da haben Sie natürlich völlig recht. Ne? Da haben Sie völlig recht. Ja, ja, wissen Sie, die meisten, die sehen das gar nicht. Das heißt, man steckt die Frucht einfach hier in die Tasche, ne? Und schon wandert sie wieder unter den Becher. Ne? Ja, das ist ganz interessant. Ja, und es gibt übrigens nur die Scherben als Becher. Und... Ja, da lachen Sie, ne? Und da spielt auch keine Rolle, ob Sie die Frucht in die rechte Jackentasche schicken, die kommt immer wieder unter den Becher an, ne? Das ist also alles kein Problem. Immer wieder und immer wieder. Ne? Da können Sie also machen, was Sie wollen. Ach, ist Ihnen das zu schnell? Ah, okay, ich verstehe. Das ist Ihnen zu schnell. Also ich werde es vielleicht mal etwas langsamer machen. Da möchte ich jetzt bitte einmal um die Zeitlupe bitten. Da denkt man ja immer, das wären zwei von den Früchten da drin. Ne? Aber Multifrucht heißt ja eigentlich immer, dass da noch eine andere Frucht dabei ist. Ne? Meistens sind das nur Zitronen. Ne? Ja? Und was glauben Sie, wenn da noch der Apfel kommt, dann geht die Post da rein. Ja. So geht das. Ja. Und so